stellvertretender Direktor in diesem Museum, zuständig für die Sammlung, vor allem für die Kunst nach 1945. Das andere wichtige Aufgabenfeld ist die Organisation von Ausstellungen. Also über die letzten vielen Jahre, die ich hier schon arbeite, Ausstellungen von der klassischen Moderne bis hin zur Gegenwart, zu monografischen Ausstellungen, Themenausstellungen, also ein sehr breites Spektrum, das wir hier insgesamt im Kunstmuseum Bonn auch abdecken, weil es basiert auf Schwerpunkten der Sammlung, die eben von August Mackereinschen Expressionismus bis hin zu Palermo, Beuys, Katharina Grosse, also bis hin in die Gegenwart reicht. Ja, wir zeigen alle zwei Jahre eine Ausstellung zu klassischer Moderne. Und das ist diesmal Alexej von Jawlensky. Und das ist, der Hintergrund ist auch eine Kooperation mit dem Museum Wiesbaden. Wir haben vor zwei Jahren eine große Ausstellung zur jungen Malerei mit dem Museum gemacht. Und jetzt tauschen wir letztlich unsere Sammlungen. Also der Schwerpunkt der Sammlung der klassischen Moderne in Wiesbaden ist Alexej von Jawlensky, weil Jawlensky von 1920 bis 1941 in Wiesbaden gelebt hat. Deshalb konnte da ein großes Konvolut aufgebaut werden und wir, unsere Geschichte unseres Museums, des Museums in Bonn, ist geknüpft auch an die Figur Mackes, der hier viele Jahre gelebt hat, also neben Beethoven, der wichtige Sohn der Stadt, wenn man so will. Und da bot er sich an, nach dem Krieg hier zu sammeln, also eine Sammlung aufzubauen von August Macke bis zu den rheinischen Expressionisten. Diese Sammlung tauschen wir. Wiesbaden ist nicht so weit, also es sind große Konvolute, also es sind nicht so viele Leihgaben zusätzlich hinzugekommen, sodass das, glaube ich, sehr gut legitimierbar ist, eine Ausstellung in diesen Zeiten, diesen leider augenblicklich noch dunklen Zeiten. Und mich hat Jawlensky immer fasziniert als Künstler. Also es ist ein wichtiger Künstler, der wichtige Impulse bis in die Kunst der Gegenwart gegeben hat. Also Sie fragen danach, ob Alexej von Jawlensky ein Expressionist gewesen ist oder ob er sich selbst als Expressionisten gesehen hat. Also alle Künstler in dieser frühen Moderne, die Sie gefragt hätten, sind Sie ein Expressionist, hätten gesagt, was ist das für ein Begriff? Natürlich nicht. Das ist ein Begriff letztlich auch der Kunstgeschichte. Wenn Kunsthistoriker versuchen, die Kunstgeschichte sozusagen aufzugliedern und in eine irgendwie logische Folge zu bringen, dann kommt man auf Begriffe wie Expressionist. Also ein Ausdruckskünstler war Jawlensky auf jeden Fall und er hat auch Bilder gemalt und er hat auch andere Expressionisten, die wir so als solche bezeichnen, wie Schmidt-Rottluff und Haeckel, gekannt, auch zum Teil Bilder und neue Bilder mit ihnen getauscht. Also diese expressive Seite war ihm wichtig, aber es ist eine ganz eigenständige Kunst von Jawlensky. Also sie einfach nur als expressionistisch zu bezeichnen, unterläuft die Komplexität dieses Künstlers, der auch mit dem Fauvismus sich beschäftigt hat, der in seinen späten Serien der Gesichter einen ganz eigenständigen Weg gegangen ist, sodass man den nicht mehr als expressionistisch in diesem allgemeinverständlichen Sinne bezeichnen kann. Das Werk von Alexej von Jawlensky zu verstehen, muss man auch die Biografie anschauen. Er ist in Moskau geboren, wurde schnell Offizier, weil sein Vater Offizier war. Und das passt eigentlich zu seinem Leben oder seiner Wahrnehmung der Welt gar nicht gut. Er war ein Mann voller Zartheit und Güte, wie Elisabeth Erdmann-Macke mal schrieb. Und schnell hat er auch als in jungen Jahren schon sich mit der Kunst beschäftigt. Er berichtet davon, dass er einmal eine Ausstellung in Moskau gesehen hat als Junge. Und das hat ihn fast wie ein Schock getroffen, Bilder. Und das war das Heiligste für ihn, wie er sagte, die Kunst. Das andere war, dass er auch einmal als kleines Kind von 6 Jahren die Enthüllung einer Madonna-Ikone erlebt hat. Und auch das war ein sehr prägendes Erlebnis. So studierte er sehr schnell als Offizier auch in St. Petersburg, er lernte dort Ilja Repin kennen, Kunst, und lernte dort Marianne von Werefkin kennen, mit der er
nach Deutschland kam, 1896. Marianne von Werefkin hörte auf zu malen, weil sie für ihn da sein wollte. Also eine Zeit lang hörte sie auf zu malen. Es war eine komplexe Beziehung zwischen den beiden, Muse und Geliebte und Inspiratorin. Aber er lernte dort auch, das gehört wohl auch dazu, zu dieser komplexen Welt von Alexei von Jawlensky, Helena Nesna-Makomov kennen. Das Dienstmädchen von Marianne von Werefkin, ein Junge, kam zur Welt, der als Neffe ausgegeben wurde. Und so zogen die vier, Andreas, Alexei, Marianne von Werefkin und Helene, dann sozusagen durch die Welt. Also nicht nur nach Deutschland, sondern später auch in die Schweiz. Aber die wichtigen Jahre kommen dann nach dem Wechsel nach Deutschland, nach München, wo er auch unter anderem Wassily Kandinsky kennenlernt. Jawlensky pflegte eine dichte Beziehung zu vielen Künstlern. Er war also sehr kommunikativ und suchte diesen Raum der Diskussion. Und auch Marianne von Werefkin unterhielt einen Salon, wo sich die Künstler trafen. Und wichtige Beziehungen waren sicherlich die zu Wassily Kandinsky, den er schon in der Malschule von Anton Aspé kennengelernt hatte, mit dem er die Neue Künstlervereinigung München gründete. Dann kam Franz Marc dazu, er lernte Paul Klee kennen. Er lernt also viele Künstler kennen, und das ist natürlich auch der Raum, in der eine Diskussion der Kunst entsteht, die die Kunst auch weiterbringt, entfaltet. Er war nie ein Theoretiker wie Kandinsky oder Franz Marc, sondern hat immer das Malen. Er wurde später einmal eingeladen, Professor im Bauhaus zu werden, aber sagte, Kunst kann man nicht lehren, also hat das abgelehnt. Aber die Diskussion führte er und reiste dann mit Gabriele Münter, Kandinsky, Werefkin nach Murnau. Er lebte dort das Licht der Landschaft und definierte eine neue Landschaftsmalerei. Also in diesem Gespräch entwickelte sich auch über die Farbe, die Autonomie, die Selbstständigkeit der Farbe als auch spiritueller Wert. Alles das entstand in der Diskussion mit anderen Künstlern. Beginnt die Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Und das ist für ihn ein Einschnitt, auch ein künstlerischer Einschnitt, ein menschlicher Einschnitt, weil es ihn, wie viele andere Künstler, wie Kandinsky, die in 48 Stunden das Land verlassen mussten, also sie flohen fast aus Deutschland in die Schweiz. Es kappte alle Gesprächsmöglichkeiten mit den Künstlern, mit den befreundeten Künstlern ab. Und er saß dann in einem kleinen Zimmer in Saint-Pré, schaut aus dem Fenster hinaus, sah die Berge, Bäume, den Weg, und begann die erste Serie seiner Kunst. Die Variation war ein landschaftliches Thema. 600 Bilder sind entstanden. Und er malte, sagte, meine Seele war von diesem vielen Leiden so wund geworden, dass ich dankbar war, dass ich nur an einem Fenster sitzen konnte und das malen. Und ich wollte meine großen, gewaltigen Bilder malen, aber ich sah, ich konnte es nicht. Ich konnte diese Bilder nicht mehr malen. Ich konnte auch nicht mehr malen das, was ich sah, noch nicht mal das, was ich fühlte, sondern ich musste malen, was tief in meiner Seele war. Und so entstanden die Variationen, die zunächst relativ nah an der Wirklichkeit sind, sich dann immer weiter lösen. Also es ist die abstrakteste Serie, und deshalb kann er diese Bilder auch malen, als er schon längst Saint-Pré verlassen hat, und sie selbst als autonome Bilder entwickeln. Und bis 1921 malte er diese erste Serie, und die dann abbricht. Und danach hat er keine Landschaft mehr gemalt. Aber diese Landschaften sind auch in tieferer Weise verbunden mit den Gesichtern, die die Serie sind, die durch das ganze Werk reicht von Jawlensky. Jawlensky hat drei große Serien, wenn man so will, geschaffen, also die Landschaften, die Stillleben und die Gesichter. Landschaft und Stillleben sind nicht kontinuierlich, sondern bestimmen Phasen in seinem Werk. Das Gesicht ist das zentrale Thema, muss man wohl sagen, denn im Gesicht, so schrieb er einmal, offenbart sich der ganze Kosmos.
Und der Künstler soll sein religiöses Gefühl malen, und das kann man nur im Antlitz finden. Und deshalb hat er dieses Antlitz, das Gesicht, ins Zentrum gestellt, denn das Kunstwerk als Gesicht ist sichtbarer Gott, ist Sehnsucht zu Gott. Und das ist ein Gefühl, das sich später immer stärker sichtbar macht, deutlich macht. Also am Anfang sind es Porträts, die aber die Ähnlichkeit immer mehr zurückstellen. Und nach dem Ersten Weltkrieg oder noch während des Ersten Weltkriegs beginnt er mit Serien wie den mystischen Köpfen, den exotischen Köpfen, den Heilandsgesichtern, den abstrakten Köpfen und schließlich als letzte Serie, die er schon mit gelähmten Händen malt, die Meditation. Und immer ringt er um dieses Gesicht. Man kann ja einen Kontakt herstellen zu der Tradition der russischen Ikone. Die russische Ikone ist aber ein imaginäres Gesicht. Die russische Ikone oder diese Ikonen sind Vergegenwärtigung des Göttlichen, sind Kultobjekte, und sie sind nicht dahin gedacht, dass sie eine künstlerische Entwicklung zeigen, wie die von Jawlensky. Also man kann die Bilder von Jawlensky nicht mit Ikonen verwechseln, aber sie haben dieses Ikonische, also die Suche nach dem Antlitz Gottes. Denn Ikonen sind ja auch ein Ausdruck eines Verlustes der Beziehung zu Gott. Ich will das nicht zu weit ausführen, aber es ist schon wichtig, weil es auch für das Verständnis der Kunst von Jawlensky, also man hat den Kontakt zu Gott verloren, Vertreibung aus dem Paradies, und malen wäre dann im Sinne auch von Jawlensky die Suche nach dem Gesicht Gottes, um wieder in Angesicht zu Gott treten zu können, dann auch sein eigenes Antlitz zu verstehen. Also diese späten Reihen von Serien binden beides, die Zeitlichkeit des Individuums und die Endzeitlichung als Ikone, als göttliches Antlitz. Das kommt da zusammen und verdichtet und verstärkt auch die Wirkung dieser späten Bilder. Denn es sind auch Selbstbildnisse der Passion am Ende seines Lebens vor allem. Mich fasziniert an Jawlensky die letztlich Konsequenz, also die Intensität dieses Weges, den er gegangen ist, der letztlich auch keine Abweichungen duldete. Es gab nichts anderes als die Kunst, für die er lebte, und da war nichts für das Vergnügen, sondern für die Suche, die am Anfang die Welt weit einschloss. Es gibt farbenprächtige Bilder, es gibt Porträts auch von seiner geliebten, späteren Frau Helene. Also diese ganze Üppigkeit der Welt ist da. Und dann aber eben auch die Verdichtung und Konzentrierung des Werkes, des Spätwerkes, das eben Impulse gesetzt hat. Es gibt eine fast rührende Geschichte, dass John Cage ein Bild, eine Meditation erworben hat als bettelarmer Student, und Amy Shire schreibt aus Amerika, da war ein junger, sehr reizender Mensch, und der war so begeistert von deinen Arbeiten und er will eine Meditation haben, die kostet $25, er kann $1 anzahlen, soll ihm das Bild geben, und Jawlensky natürlich, und Cage schreibt ihm in ganz brüchigem Deutsch ihm noch eine bewundernde Karte an. Also das zeigt auch, Menschen werden affiziert, beeindruckt, mitgenommen in diese Kunst und spüren ihre Intensität. Es gibt ein Bild in der Ausstellung, das mich aber schon seit vielen Jahren begleitet. Das ist Mädchen mit niedergeschlagenen Augen. Das gehört zu den 5 Gemälden, die wir selbst, das Museum in Bonn, von Jawlensky besitzen. Und dieses Mädchen mit niedergeschlagenen Augen ist deshalb auch so für mich wichtig, weil es so viel sagt über die Kunst. Das ist eben eine Darstellung eines Mädchens, aber wir können das gar keiner Person zuordnen, mit niedergeschlagenen Augen, aber diese Augen schauen zugleich. Es geht ja im Porträt immer auch um das Sehen.
Und es ist ein Sehen mit geschlossenen Augen. Also es ist kein Blickkontakt, der sich herstellt zwischen dem Betrachter und dem Mädchen. Aber wir sind mitmotiviert, selbst in ein solches kontemplatives Sehen, das auf etwas anderes gerichtet ist als auf die äußere Welt, mit einzugehen, es mitzuvollziehen. Also ein Sehen, das hinausreicht, dass dieses Irdische und das Diesseitige, das waren immer die beiden Kräfte für Jawenski, zusammenbindet in einem Bild. Und deshalb ist dieses Bild auch von einer sozusagen Aureole, eine sozusagen fast Farbprotuberanz umgebene, leuchtende Bild, das mit großen dunklen Augen in ein anderes hinüberschaut. Es war eine wunderbare Kooperation mit Wiesbaden und dann auch für mich hat das etwas Schönes gehabt, auch mit meinen Kollegen in Wiesbaden diese Ausstellung zu entwickeln, sowohl Macke in Wiesbaden als auch Jawenski bei uns und gemeinsam durch unsere Sammlung zu gehen und diese Bilder auszusuchen, also zu sagen, das hätte ich gern, das wäre doch schön und mein Kollege bot noch das an und so wuchs die Ausstellung zu einem diesem stabilen Bild, das wir jetzt von Jawenski zeigen können. Also das war das, was wirklich mir am meisten Spaß gemacht hat und weil es natürlich ein toller Künstler ist und wenn man hier rumgeht, dann auch etwas wirklich erfährt über ihn.